Auf dem einen dort sieht man so einen Weg durchs Leben von diesem kleinen Kind, was da getragen ist, bis hin zu dem Menschen, der da als Verstorbener aufgebahrt ist. Das ist dieses violette Fenster. Nur ein Motiv. Und dann dieser Mensch, der seinen Leib verlässt und wir wissen das aus der Anthroposophie, eben diesen Weg durch die geistige Welt nimmt, bis zur Weltenmitternacht, bis zu dieser Sonnensphäre und dort die Sehnsucht nach Schwere entwickelt, wie Rudolf Steiner sagt. Sehnsucht nach Schwere. Und dann kommt ein neuer Impuls für eine Inkarnation und diese Zusammenarbeit mit den geistigen Wesen, das violette Fenster auf dieser Seite, man sieht, wenn zwei Menschen sich begegnen dort auf der Erde, diese Liebe, die sie verbindet in der Geste und das ermöglicht, dass so ein Geistkeim seine Eltern finden kann. Diese geistigen Wesen sind daran beteiligt. Und was uns oft sehr bewusst ist, nach dem Tod, und manchmal von Nahtodeserlebnissen wird uns das ja auch geschildert, wie Menschen dieses Nachgesicht auf ihr Leben haben, dieses bildreiche Erlebnis, wo der Ätherleib frei wird und sie dieses ganze Lebenspanorama sehen konnten. Das wissen wir, weil die Medizin heute so ist, dass sie den einen oder anderen wieder an den Leib zurückbinden kann. Was weniger bekannt ist, ist das, was man dort vielleicht sogar auch eingeschrieben findet, neben den Sternen und Formen, die da sind, dass da irgendwo schon auf dem Weg in die Erde, und Rudolf Steiner sagt, das ist ungefähr in der dritten Schwangerschaftswoche, wo sich das Geistig-Seelische von dem Leib noch einmal wie ein Stück zurückgezogen hält, von dem Leibeskeim, der das dort eigentlich noch ist. Und dann gibt es wie ein Vorgesicht, ein Vorblick auf das Leben. Das könnte vielleicht dieser Mond, dieses Spiegelphänomen, was dort Richtung Erde gerichtet ist, bedeuten. Wer sich das anschauen möchte als Hintergrund. Das wollte ich eingangs einmal sagen, damit wir wissen, aus welcher Dimension das Kind sich alles einsammelt eigentlich für sein Erdenschicksal und dass, wenn wir jetzt sprechen von dem geborenen Kind, dass eigentlich, wie Rudolf Steiner sagte, das Wichtigste schon geschehen ist. Das Wichtigste, was wir alle in unserem Leben tun, sei ein Schöpfungsprozess, nämlich den Mikrokosmos, den eigenen herauszubilden aus dem ganzen Makrokosmos, als Voraussetzung für diesen Leib, als Verabredung mit den geistigen Wesen dort, die uns helfen, sozusagen diese Figur für unser neues Schicksal zu formen. Ich hatte das letztes Jahr vielleicht als ein Bild noch auch so entworfen. Wenn man alleine Embryologie mal studiert, Herr Rohen ist ein fantastischer Embryologe gewesen, aber auch Karl König hat wunderbar über diese Leibbildung und das Verbinden des Geistig-Seelischen durch diesen Schöpfungsprozess geschildert. Und dann die Blutbildung, die eben erst um diesen späteren Keim herum als erstes geschieht, dann immer noch vor dem menschlichen Wesen auf diesem Dottersack ist, also außerleiblich eigentlich stattfindet. Dieses Blut ist nicht erst im Leib. Und dann zieht es sozusagen mit dem Einziehen des Herzens, was sozusagen vor dem späteren Haupt sich hier bildet und dann diesen Einzug macht. Und interessanterweise sind es Botenstoffe eben dieses Herzens, die den Impuls geben für die Leberbildung am Urdarm. Und in dieser Leber, diesem Lebenskräfteorgan, geschieht dann die erste innerkörperliche Blutbildung.
Und dann als Gestus nur noch mal zur Erinnerung, Blutbildung, unglaublich, ne? Aus diesem Umkreis dann diese Versammlung und schließlich die Verdichtung und der Einzug mit dem Herzen ins Innere, in die Leber, in die Milz und dann erst in die Knochen und in die Peripherie immer weiter, aus den flachen Knochen bis in die Fingerspitzen. Und im Alter, wie wir wissen, wieder ein bisschen dieser Rückzug. Inkarnation, Einfleischung im Wortsinn aus diesem kosmischen Kreisgebilde und dann zieht man wirklich bis in die Fingerspitzen ein, hoffentlich. Du lebst doch irgendwo hin, da gibt es eine Zukunft, wo du dich hin entwickeln möchtest. So eine Ursache in der Zukunft, zu dem du kommst. Sodass eigentlich den Patienten in diesem Zeitenstrom zu erleben, zutiefst mit der anthroposophischen Medizin verbunden ist. Und nun ist eine ganz interessante Studie gemacht worden von der Pflege, von einer Pflege initiiert, nicht anthroposophische Pflege, wo man einmal geschaut hat, Menschen mit schweren Erkrankungen, also das waren Krebserkrankungen, aber auch schwere Depressionen. Wie ist da eigentlich das Zeiterleben? Erleben die, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, etwas zu tun hat mit dem, was jetzt ist, und sehen sie daraus eine Perspektive für die Zukunft? Und das ist ganz interessant, dass diese Studie von der Pflege gemacht wurde, die ja die Patienten im zeitlichen Verlauf erlebt. Wie geht es ihnen morgens, wie geht es mittags, wie abends? Die Ärzte, die kommen dann immer so punktuell da hereingerauscht und sagen etwas mehr oder weniger Bedeutsames und verschwinden dann wieder. Und die Pflege, die hat sozusagen, die lebt in diesem Zeitenstrom. Und was bei der Studie herausgekommen ist, dass eigentlich in dem Moment, wo unser Zeitenleib, der Ätherleib, man kann sagen, in Mitleidenschaft gezogen ist, durch eine Krebserkrankung zum Beispiel, löchrig wird, dass dann das Vergangenheitserleben wie etwas erlebt wird, was abgespalten ist. Da gibt es eine Vergangenheit, die war einmal, da kann ich eigentlich keine Verbindung zu dem herstellen, was ich jetzt bin. Und dann gibt es eine unbestimmte Zukunft, wo ich gar nicht weiß, wie ich da hingekommen soll. Also drei Kreise nebeneinander. Und das therapeutische Ziel, und das wird dann auch so entsprechend formuliert, und das ist dann nur bei 5-10% der Patienten der Fall, dass eigentlich das integriert ist, dass ein integriertes Zeiterleben, drei Kreise ineinander, dass das mit der Vergangenheit damit zu tun hat, was in der Zukunft passiert. Und dieser Ätherleib, dieser Zeitenleib, der hat nun eine ganz besondere Bedeutung. Karin Michael hat ja schon darauf hingewiesen. Und man muss ja immer, wenn man jetzt über die Leibbildung spricht, und das haben wir jetzt im ersten Teil über die physische Leibbildung gehört, dass wir uns einmal jetzt wie für diesen Teil des Vortrags nicht nur die zweite Lebenshälfte, die wir jetzt mal nur berühren wollen, sondern den Ätherleib gewissermaßen zu einer Hauptperson erklären wollen. Und einmal ein bisschen durch diese Perspektive schauen, wie wirkt das Schicksal, das sich in dieser biografischen Entfaltung zeigt, und wie hängt das mit dem Körperlichen zusammen? Denn wir erleben ein Schicksal, das von außen kommt, das aus dem Leib kommt, das seelisch etwas in uns macht und das wir nur erleben dadurch, dass wir einen Leib haben. Und der Ätherleib, das ist nun das Verbindungsglied, was das, was sozusagen im Außerzeitlichen, Außerräumlichen und Außerzeitlichen als Vorbereitung der Inkarnation von den Hierarchien ausgearbeitet wird für den Menschen, was wir erleben gemeinsam mit den Hierarchien, das geht nun in diesen Ätherleib, der eine Verbindung aufbauen kann zu dem, was sich dann im Physischen zeigt und was aber diese ganzen kosmischen Impulse
aufnehmen kann. Und so haben wir, und das hat ja auch Karin Michael darauf hingewiesen, bevor wir uns inkarnieren, eine Vorschau auf unser Leben. Wir ziehen uns, der Geistkeim ist uns schon entfallen, diesen Ätherleib zusammen und entsprechend unseren Bedingungen und unmittelbar, bevor wir dann eintauchen in diesen Leib und ihn ausgestalten, haben wir eine Vorschau auf unser Leben, wo in groben Zügen die Ereignisse und das, was im Wesentlichen dieses Leben ausmacht, erscheint. Aber das sind äußere Bedingungen, innere Bedingungen. Oft löst das auch große Kämpfe aus. Will ich denn diesen Leib überhaupt ergreifen?